Ja, wie es in Schule so üblich ist, fange ich an. Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, so viele sind jetzt hier nicht oben, viele sind unten in der Sporthalle. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Wissen Sie, wie ich mich, der ja auch mal Sportlehrer war, heute fühle? Vielleicht können Sie es denken. Und ich sage es mal mit den Worten des Dichters Josef von Eichendorff. Mir ist es wie ein ewiger Sonntag im Gemüte. Unsere Sporthallen sind nun endlich generalsaniert. Sie haben die Qualität eines Neubaus und sie sind wirklich schön geworden. Sie bieten die besten Voraussetzungen für einen zeitgemäßen Sportunterricht, der allen Schülern und Lehrkräften Freude machen kann und Freude machen soll. Jetzt ist mir das Erste, was mir hier aufgefallen ist, sind diese riesen Bildschirme. Und ich habe ehrlich gesagt mich gefragt, was hat denn bitte Sport mit Bildschirmen zu tun? Das ist für mich so ein kleiner Gegensatz zum Sport. Fernsehen gucken oder wie? Fernsehen gucken ja, aber eben unter der Maßgabe, dass es dann einen pädagogischen Effekt haben soll. Was man hier sieht, das sind ja auch so Spiele aufgebaut und die Kinder wissen dann genau, was sie an welcher Station machen müssen. Erklärt sich viel schneller. Das Nächste ist Bewegungskorrektur. Wenn die Kinder ein falsches Bewegungsbild haben und man das durch die Beschreibung nicht wegkriegt, dann aber die Idealbewegung eines Leistungssportlers zeigen kann, dann haben die Kinder mit einem Schlag die richtige Bewegungsabfolge und wissen auch, wie der zeitliche Verlauf und die Rhythmisierung ist. Alles ist da wesentlich besser möglich. Dann, wenn die Kinder das machen, werden sie gefilmt und mit einer Delay-Anzeige von mehreren Sekunden können sie an den Bildschirm laufen, können schauen, ob sie die Bewegung richtig gemacht haben und haben dann eine Selbstkontrolle. Auf jeden Fall so, dass der Lernfortschritt schneller und besser laufen kann, weil mehr Sinne ansprechbar sind. Zu so einer schönen Turnhalle braucht es natürlich auch einen kompetenten Partner und es gibt die erfreuliche Nachricht, dass hier der HC Erlangen, also Handballclub, sich bereit erklärt hat, eine Kooperation einzugehen. Wie wird die denn genau aussehen? Die neue Turnhalle bietet die besten Möglichkeiten für Kinder einfach zu spielen und Spaß zu haben und auch mal einen Ball in die richtige Richtung zu werfen. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir dort die Kooperation starten können. Sieht in folgendermaßen so aus, dass wir auch der Schule für unsere Spiele besondere Ticketmöglichkeiten anbieten können, dass man sich auch dort schon mal den Spitzensport anschauen kann. Wir spielen ja hier in der Arena in Nürnberg und genauso aber, dass wir auch mit Spielern hier immer mal wieder vertreten sind und ich glaube, auf dieser Basis kann man eine wunderbare Kooperation starten. Herr Gieck, warum ist das wichtig für die Löhschule, eine Kooperation mit einem Handballclub zu haben? Ja, also wir freuen uns natürlich auch sehr, dass wir den HC als Kooperationspartner haben dürfen können, dass sie sich auch für uns entschieden haben. Da sind wir ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz drauf. Ein wesentlicher Grund ist, muss ich sagen, Herr Selke war bei mir, wir haben uns lange unterhalten, er hat mir die Philosophie des Vereins vorgestellt. Und das sind auch von den ganzen ethischen Grundsätzen, die wir da spüren bei der HC, können wir da auch als kirchliche Schule sehr gut mit. Das war auch für uns ein ganz wichtiger Grund, dass wir da diese Zusammenarbeit wirklich jetzt auch ganz intensiv anstreben. Wie reagieren denn Schüler, wenn sie dann sehen, wie es ein Profi macht? Sie schauen sich viel ab natürlich, fragen dann natürlich, wie sowas geht und wie man es selber macht und ja, sind da ganz begeistert dann davon, ja. So, jetzt wird hier schon was gezückt. Ich bin überrascht, was es hier geben wird. Damit die Partnerschaft natürlich, weil sie auch gelebt wird, aber auch optisch dargezeigt wird, haben wir noch ein kleines sozusagen Schulpartnerschild vorbereitet für die Löhschule, damit wir sozusagen auch dort zeigen können oder die Löhschule zeigen kann, dass sie Schulpartner des HC Erlangen ist. Ich hoffe, es findet einen guten Platz irgendwo in der Schule der Sporthalle, dass man auch dort das zu jeder Stunde sehen kann. Deswegen, wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft, werden sie mit viel Leben füllen und ja, freuen mich auf die Zukunft. Und wenn du jetzt hier reinkommst, als du das erste Mal gesehen hast, was dachtest du dir zuerst? Wow, die ist hier riesig. Und auf was freust du dich am meisten? Dass wir solche Parcours machen und dass wir ganz viel erleben mit unserer Lehrerin hier. Macht ihr denn gerne Sport? Ja. Warum ist das so wichtig, so eine toll ausgestattete Sporthalle zu haben an einer Schule?
Naja, also die Kinder, das kann man in jeder Zeitung lesen und in jeder Talkshow nachhören. Kinder bewegen sich weniger, Kinder und Jugendliche bleiben hocken, machen es den Eltern und Erwachsenen nach, tun nichts mehr, daddeln nur rum. Und insofern braucht man auch attraktive Stätten, damit Jugendliche und Kinder sich bewegen wollen. Menschen und Raum und Unterricht gehören immer zusammen. Nicht nur in Naturwissenschaft, sondern auch gerade für den Sport. Also was das Bestechende ist an der Halle ist, dass es im Prinzip drei Hallen sind, die an bestimmten Themen ausgerichtet sind. Also hier, wo wir gerade stehen, das ist mehr eine Parkouring-Halle. Die mittlere Halle, da sind nicht so viele Geräte, ist vorwiegend für Spiel. Und die hintere Halle geht dann so aufs klassische Schulsport. Und drüben die Halle 4, die man hier nicht sieht, ist im Prinzip mehr ausgerichtet auf die jungen Schüler, auf die Grundschule. Also wir sind sehr stolz auf das Ganze. Ich bin gekommen zu einer neuen Halle, jetzt durfte ich sie 30 Jahre abwirtschaften. Und jetzt kann ich dann irgendwann kurz vor meinem Dienstende doch auch noch eine neue Halle wieder an die nächste Generation übergeben. Also es ist für mich wirklich, heute ist ein echter Freudentag. Wo mir das Herz aufgeht, ist, wenn ich dann Pause habe und sitze oben auf der Tribüne, manchmal schaue zu, was die Kollegen mit den Kindern machen und mit welcher Freude die hier spielen. Also man sieht das, hat es ja auch jetzt hier im Hintergrund gesehen nochmal, und dass wir auch Bewegungslandschaften haben. Und da geht einem das Herz auf, wenn man sieht, wie die Kinder Freude dran haben.